Liebe Schmörnerinnen und Schmörner, die aktuelle Situation zur Corona-Pandemie ist auch für uns als Stadtverwaltung Schmölln eine ernste Situation. Wir möchten Sie und ich möchte Sie an der Stelle über Wesentliches informieren. Die Stadtverwaltung Schmölln ist weiterhin für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar. Telefonisch unter 03-4491-760 oder auch per Mail unter bürgerservice@schmölln.de. Wir bitten Sie an der Stelle, die Stadtverwaltung nicht persönlich aufzusuchen, wenn es sich nicht zwingend vermeiden lässt und wenn, dann eben auch nur nach vorheriger terminlicher Absprache. Auch unsere städtischen Gesellschaften sind für Sie weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar, so die Stadtwerke Schmölln unter info@stadtwerke-schmölln.de und telefonisch 03-4491-6440. Die Wohnungsverwaltung unter 03-4491-6480 und unter info@wohnen-in-schmölln.de. Des Weiteren möchte ich Sie darüber informieren, dass wir alle unsere öffentlichen Einrichtungen für den Besucherverkehr geschlossen haben. Das betrifft insbesondere die öffentlichen Sportstätten und Hallen, die Stadt- und Kreisbibliothek. An der Stelle möchte ich auch informieren, dass ausgeliehene Medien erst einmal auch verlängert werden, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen. Das Freizeitzentrum The Base ist geschlossen, ebenso der Jugendclub in der Krimmetschauer Straße. Auch das Knopf vom Regionalmuseum sowie die Kletterhalle in Schmölln und unser Freizeitbad Tatami. Wir prüfen derzeit außerdem, inwieweit die Ausschüsse des Stadtrates und der Stadtrat selbst tagen müssen. Auch hier wird es in Kürze Entscheidungen geben. Wir bitten Sie vorsorglich als Bürgerinnen und Bürger zu überlegen, ob Sie, wenn die Ausschüsse stattfinden, wirklich den Besuch in Erwägung ziehen müssen oder nicht vielleicht auch zu Hause bleiben können. Ich denke, an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu informieren, wie Sie als Eltern mit der Situation ab morgen umgehen können, denn ab morgen werden die Kitas nur im Notbetrieb aufrechterhalten für die Kinder von Eltern, die in relevanten Branchen arbeiten, also gerade im gesundheits- und medizinischen Bereich oder für die Einrichtungen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens erforderlich sind. Sollten Sie weitere Nachfragen haben, dann wenden Sie sich bitte auch hier an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, die eine Hotline eingerichtet haben, die da lautet 0361 34 11500. Aber auch für die Unternehmen ist es derzeit keine einfache Situation. Es geht um die Sicherstellung des Betriebes, aber auch um die Bezahlung laufender Kosten. Sollten Sie hier Fragen zu Liquiditätshilfen haben oder auch zum Kurzarbeitergeld oder anderen Förderprogrammen, können Sie sich gerne an die Hotline der Thüringer Aufbaubank wenden unter 0800 534 5676. Noch einmal 0800 534 5676. Ja, die Corona-Pandemie schränkt unseren Alltag zunehmend ein, besonders den von kranken und alten Menschen. Ich persönlich appellieren an Sie, helfen Sie dort, wo Sie helfen können, geben Sie Hilfestellung. Das kann zum Beispiel bei der Erledigung von Einkäufen sein oder auch das ein oder andere wachsame Auge auf kranke oder ältere Nachbarn. Möchten Sie wirklich bitten, geben Sie Acht auf sich und Ihre Mitmenschen. Vielen Dank.